Genau, wieder eine neue Nebenquest. Dafür kriegen wir jetzt ein hübsches Szenario-Produkt hier in der Werkstatt. So nennt sich dieses Zeug. Und zwar können wir aus dem Gift, was wir... Time to send a squad to collect the income from the tavern selling our beer. Ja, ist Don't gut. Take too long, or the barkeeps may grow spines and hire new guards. Oh, man sieht hier sogar, dass die Heilkräuter-Karawane mehrere Beschützer hat. Das könnte also etwas schwieriger werden. Also, wir stellen jetzt das Gift her. Man kann nämlich Konsequenz 2. Stelle das Gift her. Dadurch kannst du die Karawane vergiften, anstatt sie zu vernichten. Und das machen wir sogar auch. So. Währenddessen schlagen sich die hier durch. So, wir haben schon mal die Schnapsschmuggelei abgeschlossen, weil gleich kommt unser drittes Squad zurück und bringt uns die letzten Einnahmen. Ah, Jungs. Gut. Squad 3 ist wieder da. Die können jetzt die Karawane überfallen. Dann ist immer meine Kämpfer im Auge behalten. Wir sind ja jetzt doch ein bisschen in die Enge getrieben, wollte ich nicht sagen. Wir haben es jetzt hier schon mit mehr Gegnern zu tun. Nämlich mit der Heldentruppe und einer Rattentruppe. Und wir haben wieder den Schreckenslot verloren. Komm, den einen Hebel da oben, den ziehen wir noch. Oh, da sind noch drei Ratten im Weg. Die kriegen wir aber auch noch tot. Ja, dessen wähle ich schon mal den neuen Schreckensfürsten aus. So. Ich weiß gerade gar nicht, kann ich den auch so alleine trainieren lassen? Ja, kann ich. Okay, da muss ich nicht extra mein ganzes Squad abziehen. Gut. Oh, was macht Squad 3 eigentlich? Ja, das hat seinen Auftrag erfolgreich ausgeführt, würde ich sagen. Dann komm mal her, Squad 3. Du kannst mithelfen. Hier ist nichts, hier wäre nur ein Ausgang. Wahrscheinlich in die Stadt hoch selber, aber da wollen wir ja nicht hin. So, der trainiert. Ah, den kann ich auch hier über das Truppenmenü trainieren schicken. Oh, das ist wiederum nicht so toll, wenn neue Leitern eingetroffen sind. Mach die mal tot. Genau, du hilfst mal dabei. Und du gehörst jetzt zu Squad 1. So. Hier ist noch auf jeden Fall so ein Durchgang. Ah, und hier kommen wir auf die andere Seite von der Gittertür. So, sind die Leitern weg? Ja, die Leitern sind weg, also können wir unseren Trupp 3 wieder mal rufen. Ich finde das wirklich merkwürdig. Normalerweise in der Demo wurde ich von Helden ständig genervt, die meinen Dungeon rein wollten. Ah, ratet mal, wer schon wieder tot ist. Unser Schreckensfürst. Ja. Also, gleich wieder einen neuen Schreckensfürsten. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. So, wie sieht es mit den mit der Aggressivität meiner Truppen aus? Wir sind alle unter 50%. Das ist nicht so toll.
Deswegen sollte ich sie noch einmal zum Essen abkommandieren. So. Du gehst trainieren. So, Druck 2. Ball. Und Druck 3. Wow. So, Trupp 1 ist wieder ready. Trupp 2. Ah, schicken wir erstmal Trupp 3 zum Essen. Na komm, ich teleportiere dich. Na, du bist schon da. Okay. Ball. Ey, ihr sollt essen. So. Los, holt euch ein bisschen. Du bist fleißig am Trainieren. So, dann kann ich dich teleportieren. Hier hoch. Ach, das war falsch. Muss ich dich mit dem Rechtsklick teleportieren? Ja. Gut, dann kannst du essen. Währenddessen grade ich deine Rüstung kurz ab. Steck dich in Trupp 2 und schick Trupp 3 zum Essen. So. Trupp 2 und Trupp 1 sind bereit. Mit Baal zusammen. Ah, da sind die Helden. So, Trupp. 3 sieht auch so aus, als ob er wieder bereit wäre. Also her mit euch. So, genau. Da ist kein Durchgang. Da müssen wir auch wieder aus herumgehen. Doof. Hier hinten ist noch eins. Und da müsste wahrscheinlich dann... Wow. Einfach mal Rattenmenschen um die Ecke kommen. Ah, ihr habt schon lange Level 3 erreicht. Gut. Also die Trupps haben Level 3 erreicht. So, da habe ich gerade eine Ratte gesehen. Ja, noch ein Trupp Ratten. Töten wir sie. Sehr schön. Ah, hier wäre der Hebel. Genau, und da ist die letzte vorletzte Abzugslücke. Erstmal die Ratten loswerden. Okay, Squads sehen noch gut aus. Oh, ich schätze mal, wir hätten... Nö. Baal? Baal ist... Baal sollte mithelfen. Prügeln wir noch auf diese Truppe da ein. Wow. Gerade noch so geheilt. Ah gut, da ist der. So. Unsere Truppen kann ich schon mal hierhin teleportieren. Baal hierhin. So, Baal kann diesen Hebel umlegen. Und dann kommt Baal hier oben hin. Und gut ist. Dadurch öffnet sich nämlich der Weg zum letzten Lüftungsschacht. Wow, ein riesen Rattenmensch.
Der wird zum Glück nicht, hat zum Glück nicht auf Bahn abgesehen. Was wird der denn da? Ach, Ratten gezüchtet. So. Alles schön töten. Alles tot. Alles gut. So, letzte Kanalisation und wir sind fertig. Marvelous. People are already beginning to grow boils and bleed from various orifices. Such a sight for seething eyes. You're rapidly earning my trust, little Slayer. Nicely done. Don't mention it. I actually had a blast. Now, I promised to tell you more about the plan. Well, before we head towards our main objective, I intend to make a surprise visit to the man who helped me design it. I recognize some of the heroes you just killed from his personal guard. He must have sent them here to murder me. So let's be off to the castle of the backstabbing King Shonan, son of Kronak. Jawohl. Wir haben sehr viele Erfahrungspunkte. Wir haben sogar neue Runen gekriegt. Reduziert die Materialkosten für den Raumbau. Sehr schön. Wenn 90 Sekunden lang keine Einheit stirbt, erhält so 25 Pins oder Material. Ah, letztes Gefecht hatten wir schon. Okay. Fortfahren. Gib zum Spielstart all deine Evolutionspunkte aus. Okay, wir können jetzt einen Evolutionspunkt vergeben. Das können machen wir aber erst beim nächsten Mal, bevor wir... Obwohl, wir können es gleich machen. Die Trefferwahrscheinlichkeit wird bei einem erfolgreichen Treffer 10 Sekunden 5% erhöht. Lebenspunkte entziehen. Kann nicht mit dem Effekt Schuppenhaut. Ah ja, kombiniert werden. Ich würde mal sagen, ich nehme wirklich Lederhaut. So. Jetzt sind wir robust. Gut. Wir könnten jetzt in Kapitel 3 starten. Hier sieht man übrigens die World Map. Ah, ist schon doch ein bisschen größer. Und dürfte vielleicht einigen bekannt vorkommen. Also das hier ist Adania. Sieht wirklich genauso aus wie die alte World Map aus dem ersten Spiel. Also ja, ich verrate es jetzt mal. Das erste Spiel, was in Adania spielt, ist Majesty. Das ist eine Königssimulation, die ich hoffentlich auch irgendwann mal zeigen kann. Aber dazu muss ich ein bisschen was rumbasteln. Weil ich kann das leider nicht mit DX Tommy aufnehmen. Das gute alte Majesty. Gut, hier sehen wir die verschiedenen Missionen. Nochmal im Überblick. Also wir haben... ja, die ersten beiden abgeschlossen. Und jetzt sollen wir den König von Barbaria töten. Nach der Rache an Herrn Cooley und den Bürger von Barbaria musst du nur noch ein weiteres Hindernis aus dem Weg schaffen, bevor dich Oscar die Details seines absolut genialen Plans einweihen kann. Ja, den König. Ab hier wird das Spiel für mich blind. Also sogar das Vergeben eines Evolutionspunktes habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Wie gesagt, das ging in der Demo alles nicht. Aber ich würde sagen, bevor wir zum nächsten Kapitel kommen, gibt es jetzt hier erstmal einen Cut. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel bis jetzt. Und wir sehen uns gleich wieder.